Heute haben wir mal wieder die Betrügerin Lea am Telefon. Ich bin der Callcenter-Kascha und begrüße euch zum heutigen Video. Lea hört mal wieder nicht zu und zusätzlich versteht sie nicht, was ich sage. Außerdem noch drei weitere Anrufe vom Finanzmarkt. Einer schlechter als der andere. Viel Spaß also mit dem heutigen Video, das nach dem Intro startet. Hallo. Schönen Tag. Guten Tag. Lia Schmidt am Telefon. Über Kryptowährungen möchte ich Sie informieren. Ja. Kryptowährung, das ist digitales Geld, ja? Wissen Sie schon? Ja, das weiß ich. Sehr schön. Haben Sie etwas gemacht mit Kryptos oder mit Aktien? Wie, was gemacht? Warum geht es... Sie wollen mich informieren über Kryptos und fragen mich nach Aktien? Warum? Wer sind Sie überhaupt? Ich möchte wissen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder nicht? Warum? Ich kenne Sie doch gar nicht, warum sollte ich Ihnen das erzählen? Okay, was möchte ich? Ach Thomas, ich bin leitende Beraterin von Beratungsunternehmen. Ja, und von welchem? Von AA Partners Group. Ach, okay. Mithilfe unserer Unternehmen, Sie können monatliches Profit von 40-60% bekommen. Ja, und mit wem ich wollten Ihnen Sie das anbieten? Und wem wollten Sie sprechen? Bitte? Mit Herrn Thomas Hadamczyk. Ah ja, okay. Jetzt, darf ich fragen, haben Sie etwas gemacht mit Kryptos? Nö. Und, haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen, haben Sie selbst oder mit jemandem gemacht? Verstehen Sie, was ich sage? Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, ja? Ich... Ja, was? Also, Sie rufen mich an und wollen wissen, ob ich irgendwas mit Kryptos gemacht habe und ich sage nein und Sie fragen, ob ich gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe nicht gehört. Entschuldigung, Herr Thomas. Herr Hadamczyk ist mein Name. Hadamczyk. Ja, ist richtig. Sehr schön. Herr Hadamczyk, haben Sie Internetzugang? Ich werde Ihnen zeigen, wo wir arbeiten. Ja, habe ich natürlich, aber... Gut, aber Sie können mich... Ich habe einen Termin in 5 Minuten. Sie können mich ja dann vielleicht in einer halben Stunde oder so nochmal anrufen. Okay, kein Problem. Dann bis später, Herr Hadamczyk. Ja, okay, bis dann. Okay, bis bald. Hallo? Herr Hadamczyk, Lia Schmidt am Telefon. Ja? Wir haben einen Termin ausgemacht. Gerade haben Sie Zeit? Ja, jetzt habe ich Zeit. Sehr schön. Haben Sie Android oder iPhone? Wieso? Was hat das damit zu tun, ob ich Zeit habe? Ja, Sie haben Zeit. Ich werde Ihnen zeigen, wo wir arbeiten. Und was hat das mit meinem Telefon zu tun? Ich werde Ihnen buchstabieren, eine Webseite, wo wir arbeiten. Ja gut, dann, dann buchstabieren Sie mal los. Okay. Welche haben Sie Android oder iPhone? Ich habe weder noch. Was haben Sie? Ich habe ein altes Nokia. Wo haben Sie Ihre Daten eingegeben? Sie Bitte? Haben schon gesagt, dass Sie haben Internetzugang, richtig? Richtig. Wo haben Sie diesen Internetzugang? Auf meinem Computer. Okay, öffnen Sie bitte Browser. Ja, Sie müssen nur anfangen zu buchstabieren. Okay, schreiben Sie im Suchfeld. Öffnen Sie zuerst Browser. Ja, kommen Sie jetzt zur Sache oder ist das schwieriger zu buchstabieren? Bitte? Nochmal? Sie müssen mal ein bisschen dichter ans Mikrofon gehen, ich höre Sie kaum. Haben Sie geöffnet? Browser? Sie wollten buchstabieren, dann buchstabieren Sie doch endlich los. Okay, schreiben Sie Debitora. Ja.
E wie Emil? Ja. X? Ja. Minuszeichen? Ja. C wie Theodor? Ja. R wie Richard? Ja. A wie Anton? Ja. D wie Dora? Ja. E wie Emil? Ja. .com? Was haben Sie geschrieben? Glauben Sie, ich bin zu blöd, das zu schreiben, was ich... Also, das glaube ich ja gar nicht. Arbeiten Sie sonst mit Kindern, dass Sie denen das immer nachfragen? Was haben Sie geschrieben? Na, dextrade.com. Mein Gott. Genau, suchen Sie. Was kommt, sagen Sie mir. Ja, die Seite von dextrade.com. Aber die Frage ist, ist das Ihre Seite? Ist das, sind Sie von dextrade.com, ja? Ja. Okay, gut. Was sehen Sie jetzt? Ich habe die Seite noch gar nicht geöffnet, weil... Okay, warten wir. Bitte? Ja, warten wir. Ja, dann warten wir doch mal. Worauf warten wir denn jetzt? Verdammt, das soll... Bitte? Das soll dunkelblaue Webseite sein. Na gut, aber warum soll ich jetzt auf Ihre Webseite? Ich wollte erstmal was über Ihre Firma wissen. Okay, Dextrade, das ist öffentliche Plattform. Wo können Sie Ihr eigenes persönliches Konto erstellen? Das ist weltbekannte Webseite. Hier gibt es mehr als 2000 Kryptowährungen. Wir sind Beratungsunternehmen und wir arbeiten auf dieser Webseite. Dextrade. Also sind Sie das Beratungsunternehmen oder sind Sie Dextrade? Wir sind Beratungsunternehmen AA Partner. Aha, also nicht Dextrade. Das ist eine ich habe Sie vorhin gefragt, ob Dextrade Ihre Seite ist. Ja, stimmt also nicht. Sie haben mich also schon belogen. Löschen Sie alles und schreiben Sie unser Unternehmen. A wie Anton. Ja. Zweimal. Ja. Partner. Ja. Group. Ja. Was kommt? Okay. Na, die Webseite von AA Partners Group. Genau. Das ist unser Unternehmen. Ja, gut, okay. Und seit wann existiert Ihre Webseite? Von 7 Jahren. Mhm. 7? 7. Hm. Genau. Nee, stimmt nicht. Was stimmt nicht? Das stimmt nicht, sagte ich. Warum denn? Weil Ihre Webseite am 30.10.2018 erstellt wurde. Das heißt, Sie lügen mich jetzt schon an. Nein. Doch. 7 ist ja was anderes als... Was möchten Sie noch wissen? Ja, zum Beispiel, ach nee, eigentlich möchte ich, wenn Sie mich jetzt schon ganz am Anfang anlügen, dann möchte ich gar nichts von Ihnen wissen. Okay, schönen Tag. Kein Problem, wie Sie wollen. Ja, ich lasse mich ungern anlügen. Scheiße. Ja, scheiße, ne? Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, Herr Karl. Ich grüße Sie, Herr Matteo Larsson ist mein Name und ich melde mich vom Finanzmarkt. Wen wollen Sie sprechen? Wer bitte? Wen wollen Sie sprechen? Sind Sie Herr Karl Melsackhofer, ja? Ja, richtig. Melsackhofer ist mein Name. Genau. Herr Larsson spricht am Parat. Sie haben bei uns angemeldet und Interesse geäußert, online zu handeln, korrekt, ja? Ja, das ist richtig. Genau, ich bin Kontoberater und kann ich Ihnen dabei unterstützen, auf Ihre Handelskonto vollständig zu aktivieren, okay? Okay. Gut, prima. Aber sagen Sie mir bitte erstmal, haben Sie alles verstanden, wie es funktioniert, oder haben Sie noch Fragen? Ich habe bestimmt noch Fragen. Aber erzählen Sie erstmal, beschreiben Sie doch mal, wie es funktioniert. Aha, ich erkläre auch ganz kurz, okay? Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in dieser Richtung, oder ist es der erste Versuch für Sie? Das ist nicht der erste Versuch. Okay, überhaupt ist kein Problem, weil unsere Plattform ist Anfängerplattform zu sagen. Außerdem, nachdem wir das aktivieren... Was ist die Plattform? Sie sprechen etwas undeutlich. Das ist... schauen Sie bitte, ich meine...
Das ist normalerweise Anfängersplattform und dafür brauchen Sie keine Erfahrung, ja? Außerdem, nachdem wir das aktivieren, Sie bekommen einen Anruf von unserer Finanzabteilung und Sie können mit hochqualifizierten Finanzexperten zusammenarbeiten und natürlich Geld profitieren. Verstehen Sie, ja, was ich meine? Sie bekommen von unserer Seite hochqualifizierte Büro auch. Okay? Ja. Okay, gut. Für vollautomatische Plattform, für unsere Plattform, minimales Startkapital ist 250 Euro. Wissen Sie das, ja? Nee, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich's. Okay. Das ist minimales Startkapital von unserer Plattform. Sie können auch mit 500 Euro Ihre Handelskonto aktivieren. Das ist normale Premium-Paket und mit 1000 Euro, das ist VIP-Paket. Ja? Ja. Aber das ist keine Bezahlung, sondern dieses Geld müssen Sie von Ihrem Konto auf Ihr Handelskonto verschieben. Das ist Ihr Startkapital am Finanzmarkt. Dafür brauchen Sie sicherste Zahlungsmöglichkeit, Zahlungsmethode. Entweder es ist PayPal, ganz normale Überweisung und Visa oder Mastercard. Ich meine Kredit- oder Debitkarte. Welche haben Sie? Allgemein nutzen Sie PayPal oder Online-Banking? Ich benutze Banking. Ich überweise immer nur. Meinen Sie, nutzen Sie Online-Banking, ja? Nee, ich gehe doch zur Bank. Okay, das ist auch kein Problem. Herr Karl, ich muss das sagen. Wir arbeiten auf Provisionbasis. Wir kennen uns ja nicht, deswegen nennen Sie mich bitte bei meinem Nachnamen. Okay, sagen Sie mir bitte ganz ehrlich und direkt. Sie möchten Sie Handelskonto aktivieren? Warum hätte ich mich sonst angemeldet? Nur weil ich meinen Nachnamen. Ja, genau. Nur weil ich auf meinen Nachnamen bestehe. Okay. Bist du Bullshitter, ja? Oder Time Waster? Was ist Ihr richtiger Name und Nachname? Bitte was? Was ist Ihr richtiger Name und Nachname? Nuscheln Sie mal nicht so, ich verstehe Sie gar nicht. Okay. Was ist Ihr Name? Was heißen Sie? Sagen Sie mir bitte. Ich verstehe Sie schlecht. Sprechen Sie mal ein bisschen Deutsch. Okay. Jetzt hast du verstanden, du bist ein Idiot. Arschloch. Ein Betrüger, ja? Ein Betrüger. Ja. So okay. Schnell geht es, einen Betrüger zu entlarven. Mann, sind Sie dumm. Sind Sie dumm. Okay, danke. Danke schön. Ja, gerne. Okay, ich dumme dumm. Betrüger lache ich gerne aus. Aha, ja. Okay. Danke schön, ja. Gerne, dumme aber Betrüger. Einfach, du bist einfach ein Idiot. Das wer von uns ist hier der Idiot? Der dumme Betrüger oder der die Sachen auf YouTube stellt? Ja, ein dummer Betrüger. Okay, warum ist das? Wollen Sie den YouTube-Zuschauern noch irgendetwas sagen? Warum? Okay, kein Problem. Ja, dann sagen Sie mal, aber was YouTube-Zuschauer. Okay. Ja, dann sagen Sie doch mal was. Ciao, ciao. Ah, Sie verstehen noch nicht mal was. Ja, schon klar. Das ist perfektes Deutsch, was Sie sprechen. Ja, ist schon klar. Nun sagen Sie doch was. Ach, jetzt kann er noch nicht mal mehr auflegen. Na, dann warten wir mal ab, bis er auflegt. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Jason Reismann? Ja, das ist richtig. Herr Reismann? Super, mein Name ist Victoria Goldstein. Ich melde mich von der Handelsplattform ICO Assistant. Sie haben die Anmeldung am Wochenende getätigt. Von welcher Plattform? Ihre Plattform heißt ICO Assistant. Ja. So. Ja, wir sind mit Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, Forex zu tun. So, Sie haben Ihre Anmeldedaten sind gespeichert, aber bleiben bis jetzt ohne weitere Bearbeitung. Was passiert? Hatten Sie Fragen bei der Kontoaktivierung oder Schwierigkeiten? Nö, ich habe irgendwie nicht genug Informationen auf Ihrer Webseite gefunden. Ach so, kein Problem. Ich bin da, um Ihre Fragen zu beantworten. Welche Fragen haben Sie? Ja, zum Beispiel, wo sitzt Ihr Unternehmen eigentlich? Ah, das ist generell englisches Unternehmen, aber unser Sitz befindet sich in der Schweiz. Alle nötigen Info finden Sie also auf unserer Website. Und rechtliche Papiere auch, Herr Reismann. So, sagen Sie bitte, hatten Sie schon Erfahrung in diesem Feld? Was ist jetzt lustig? Ah, nein, ich habe also... Herr Reismann? Ja, was ist jetzt lustig?
Hat. Nein, nein, nee, nicht so lustig, aber. Warum so. Sie dann gelacht, wenn nichts was. Lustig ist? Nein, nein, nicht für unser Gespräch, Herr Reitmann. Ja, Sie sprechen doch mit mir, warum lachen Sie ja. dann? Ja, das war also eine Situation so, Herr Reitmann. Okay, und Sie sitzen in der Schweiz? Ja, genau, ja. Also nur eine Frage, hatten Sie schon Erfahrung in diesem Feld, oder? In welchem Feld? Ich bin kein Bauer. In dieser Branche, ich meinte, also hatten Sie schon einmal gehandelt? Ich habe schon gehandelt, ja. Ah, super. So, und wie ist es gelaufen? Haben Sie allein gehandelt? Oder ja. mit Broker, mit Robotersystem? Ich habe allein gehandelt. Also, hoffentlich haben Sie positive Erfahrung, ja, Herr Reichmann? Ja, richtig. Super. Bei uns steht zur Verfügung ein innovatives Robotersystem. Dieses Programm können Sie aktivieren. Das Programm arbeitet automatisch auf der Börse, analysiert über 600 Vermögenswerte und öffnet für Sie die Positionen. Also, was sehr wichtig ist, Ihnen steht ein zugewiesener Senior Analytiker zur Seite. Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mit Senior Analytiker kontaktieren und professionelle Unterstützung bekommen, Herr Reitmann. So, das heißt, Sie bleiben nie allein in diesem Feld. Wir sind immer für Fragen da. So. Ja. Noch Fragen bitte, Herr Reichmann. Ja, ja gut. Und mit was kann ich bei Ihnen allen handeln? Also bei uns, wir sind mit verschiedenen Produkten also zu tun, mit Kryptowährungen, Aktien, Forex, Rohstoffen. Also mit welchen Produkten wollten Sie spekulieren? Herr Reitmann, oder in was wollten Sie investieren? Ich wollte erstmal wissen, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Das war erstmal die Frage. Mhm. So, mit Kryptowährungen, bitteschön, mit Rohstoffen, ja, okay. mit Forex. Okay, ja. Gut, okay. Und Sie sind eine Firma aus der Schweiz? Ja, ich schicke Ihnen gerne, Sie haben jetzt jason.reismann@jager.com. E-Mail haben ja, Sie gesprochen. Ja, aber ich habe Sie doch jetzt gerade im Telefon. Da können Sie mir doch einfach Fragen beantworten. Oder nicht? Ja, ja, ich habe Ihnen gesagt, ich wollte nur diese Website schicken, damit Sie zusammen schauen können und also Sie können selbst dann sehen. Unsere Adresse auch. Ich glaube, ich hatte es irgendwie das ico-assets.com. Ist das richtig? Genau. Ah ja, okay. Genau, ja. Ja, okay. Also Sie sind also eine Firma aus der Schweiz. Wo sitzen Sie denn in der Schweiz? Die Adresse bitte mal. Also die Adresse lautet, schreiben Sie bitte. Ja. Badener Straße 414 in Zürich sind wir. Ja? Mhm. So. Okay, gut. Dann frage ich mich, warum rufen Sie denn mit einer österreichischen Telefonnummer an? Ja, ja, das ist ganz normal, Herr Reichmann, eine gute Frage. So ja. funktionieren alle Callcenter, ja. Nein. Wir arbeiten mit allen europäischen Ländern. Das ist, wieso nein, Herr Reichmann, arbeiten Sie im Callcenter? Nein, aber meine Frau arbeitet da im Callcenter. Mhm. Daher Gut. weiß ich, dass es nicht normal ist. Ganz normal, Herr nein, Reichmann. Nein, es ist nicht normal. Und, Sie sollten da Ich sage Ihnen, es ist nicht normal. Wenn Sie aus der Schweiz anrufen, dann müssen Sie mit einer Schweizer Telefonnummer anrufen. Und wenn Sie mir sagen, Sie rufen aus Österreich an, dann müssen Sie in Österreich sitzen. Also mit einer österreichischen also in Österreich, Nummer. Darf ich bitte ausreden? Darf ich bitte ausreden? Ja, ja. Ja, wenn Sie, ja, bitte. Wenn Sie aus Österreich anrufen, dann müssen Sie in Österreich sitzen. Und eine Firma, die in der Schweiz sitzt, sollte mit einer Nummer aus der Schweiz anrufen. Das ist für Sie wichtiger, oder Herr Reichmann, wichtiger das ist, als, was ist wichtig, danach kommt? Es ist wichtig, um zu wissen, ob eine Firma seriös ist, natürlich. Natürlich seriös und mit uns können Sie gut verdienen. Deswegen frage ich, diese Telefonnummer ist wichtiger oder was danach kommt? Das gehört alles zum Gesamtpaket. Das gehört alles zum Gesamtpaket. Gut, Sie sind eine seriöse Firma. Wo sind Sie denn als Finanzdienstleister denn reguliert?
Ja, natürlich alles reguliert, alles Ja, wo unser, denn? wir sind ein lizenziertes Ja, Unternehmen. wo Ich haben Sie schicke die Ihnen jetzt. Lizenz? Nee, ich frage, ich habe Sie jetzt am Telefon. Da können Sie mir doch jetzt sagen, wo Sie reguliert sind. Ich schicke gleich Ihnen unsere Website. Nein, Sie können Sie ruhig können, alles Sie können es recherchieren. mir, wollen Sie es mir nicht sagen? Nein, nein, ich bin Möchten Ihre Sie nicht? Kundenmanagerin. Möchten Sie nicht? Meine Okay. Aufgabe? Wenn Sie mir meine Nein, Fragen Herr nicht Reichmann. beantworten wollen, dann werde ich mit Sicherheit bei Ihnen nicht investieren. Ganz einfach. Wieso? Ja, Wieso? Wirklich schade. weil Sie mir meine Fragen nicht beantworten. Die einfachsten Fragen, die können Sie augenscheinlich nicht beantworten. Ich habe Ihnen also gesagt, ich schicke Ihnen Info, Sie können ruhig Nein, lesen, Herr Reitmann. Ich bin. ich möchte die Fragen von Ihnen beantwortet haben. So. Ich bin. Ja, ich möchte noch sagen, Ja, Sie kann ich, möchten darf ich eine ganze sagen? Menge. Sagen Sie mir doch einfach die Informationen, die ich wissen möchte. Ich bin Ihre Kontenmanagerin. Meine Aufgabe besteht darin, Ihr Handelskonto erfolgreich zu aktivieren. Alle weiteren Fragen können Sie mit Senior Analytiker sprechen. Ja, Alle dann geben Situationen Sie mir können aber Sie mit bitte den dem Senior Analytiker. Dann kann ich ja mit dem Senior sprechen. Analytiker, also bekommen Sie nach der Aktivierung Ihres Handelskontos, Ach Herr Reichmann, so, wenn Sie unser offizieller Kunde sind. ich Ja. lache Sie schon aus, ja. Ich soll erst einzahlen, bevor ich Ja. meine Was finden Informationen Sie lustig? bekriege. Was finden Sie lustig? Ja, das versuche ich Ihnen gerade zu sagen, wenn Sie mich ausreden lassen würden. Ich soll erst Ja. einzahlen und dann bekomme ich die Informationen, ob diese Plattform reguliert ist. Habe ich denn Sie da richtig verstanden? Ja, ich habe richtig verstanden. Ich habe Ihnen gesagt, alle diese rechtlichen Papiere und alles, also können Sie schon mit Senior Analytica sprechen. Ja, Und können Sie auch mit nachdem ich eingezahlt Verifizierungsabteilung. habe, dann, nachdem ich bezahlt habe, richtig? Sie bezahlen nicht, Sie Doch, ich einzahlen. zahle Diese ein. Einzahlung Doch, machen Sie für natürlich. sich selber. Nachdem ich bei Ihrer Plattform Ja. eingezahlt habe. Genau das. Ja. Ich bekomme meine Informationen erst, nachdem ich einbezahlt habe. Gibt es Leute, die auf sowas reinfallen? Herr Reifmann, ich Ja, möchte nur ja. sagen, diese Einzahlung machen Sie für sich selber, nicht Ach für mich oder ja. jemanden. Ja, damit eröffnen Sie Haben Ihr Sie überhaupt eigenes zugehört? Handelskonto. Haben Sie überhaupt zugehört, was ich sage? Übrigens, wie alt ist denn Ihre Ja. Firma? Wie alt ist denn Ihre Also Webseite? 6 Jahre, wir sind Mhm. schon auf Ja, dem Markt. natürlich. Ja. Ich sehe es genau. Ich sehe es ganz genau. Ihre Webseite ist gegründet am Ja. 25. Januar diesen Jahres. Ist also 70 Tage alt. Sie belügen und betrügen. Herr Sie Reichmann? sind eine Herr Betrügerfirma. Reichmann, darf ich fragen? Ja, dürfen Sie, die Darf dürfen, ich vor allem, fragen? Sie dürfen weiter lügen. Ich glaube Ihnen sowieso nichts. Alles klar. Wieso haben Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen mit Angst und Zweifel im Herzen? Wieso? Nee, ich habe meine Kontaktdaten hinterlassen, damit ich Betrügerfirmen wie Ihre Ja. auf YouTube bloßstellen kann, damit viele Leute über Sie lachen. Ja, genau so. Alles klar, ja, alles Ja. klar. Ich Wollen Sie verstehe noch Sie. irgendwie Dann ich wünsche jemanden Ihnen alles buchen bei Liebe. YouTube? Ja, machen Sie Business, ja? Ja, mache ich Machen Sie natürlich, auch mache ich Business, natürlich. Wollen Sie ja? doch Und irgendjemanden der grüßen Reif. von den YouTube-Zuschauern? Nein, ich habe keine Lust. Ja, Ich kann ich habe mir meine Arbeit. vorstellen. Ich mache. Ja, Ja. Ich Betrügen ist wünsche Ihre Ihnen einen schönen Arbeit. Tag noch und alles Betrügen ist Gute. also Tschüss. Ihre Arbeit. Ja, Ihnen keinen schönen Tag. Hallo. Hello, I'm speaking to Jens Nesbart. Was? Du Hallo. bist Jens Nesbart. Ja, das ist richtig. Wer spricht da? Ich bin Jason, du hast ein Meldungskonto mit Prime Markets. Bitte? Bitcoin Bank One Step. Bitcoin Bank One Step. Ich verstehe Sie leider Du hast nicht. Bitcoin Bank One Step. Du hast ein Konto mit Du? Prime Markets. Du? Ich bin. Würden Sie mich bitte siezen? Wir kennen uns nicht. Sie reden mich nicht mit Du an. Mein Name ist Jason. Ich melde mich von Prime Markets wegen einer Anmeldung, dass Sie bei unserer Verbindung gemacht haben. Sprechen Sie auch Ich möchte Deutsch? gerne sagen, dass Sie ein Sprechen Sie auch Handelskonto bei Deutsch? uns. Ja, ich spreche Deutsch. Nee, das ist Ich sehr spreche schlechtes Englisch. Deutsch. Okay, you speak English? Nein, Sie rufen ja auch in Deutschland Why? an. Why? Sie rufen ja in Deutschland an. Ein Moment. Ja?
Und nun? Hallo. Hallo? Hallo. Ja, grüße Sie, Luisa Bergmann bin ich. Es tut mir leid für das Missverständnis, aber der Kollege ist ja neu hier im Büro. Also ich werde Sie ja weiterhalten. Also, Herr Nasebart, weiß ich noch nicht, ob Sie mitbekommen haben, aber wir sind ja im Finanzinstitut. Unsere Firma heißt die Prime Capital AG und wir beschäftigen uns mit Online-Investitionen der Börse. Wissen Sie ja schon, was das ist oder Erfahrung haben Sie ja noch? Ich weiß, was Online-Investitionen sind, ja. Okay, und sind Sie noch aktiv zu der Branche? Ich bin aktuell nicht aktiv, nein. Gibt es ja einen Grund, Herr Nasebart, weil aktuell, wenn Sie auch irgendwie die Nachrichten verfolgt haben, die Börse läuft ja mega profitabel, besonders auf dem Kryptobereich. Wir haben Bitcoin, das innerhalb zwei Wochen von 18.000 ist einfach auf die Decke in einem Wert von 5, also liegt in dem Wert von 25.000. Und gleich wie Bitcoin wird ja auch der Yuan Coin ja auch steigen. Wissen Sie aber. Und woher wissen Sie das? Wieso? Wenn Sie die Nachrichten verfolgen, könnten Sie das auch bemerken. Und klar, nee, weiß ich schon sowas, weil das ist ja mein Job, mein Arbeit. Wird nicht, in den Nachrichten wird nicht gesagt, dass der Yuan Coin hundertprozentig steigt. Ist ja erwartet, habe ich auch erwähnt, Herr Nasebart. Wenn Sie noch die Nachrichten verfolgen, so wissen Sie auch, dass die Saudi-Arabien wird ja auch die Öllieferungen nicht mehr, also per Dollar die Einzahlungen tätigen, sondern per Yuan sein. Und das in dem Fall bedeutet auch, nein, das stimmt nicht. Öllieferungen werden weiter mit Dollar bezahlt. Nee, durch China nein. Ja, gut, aber das hat ja nicht zwar durch China, aber Öllieferungen werden in Europa nicht mit China-Coins bezahlt. Klar. Ja, da sehen Sie. Also haben Sie doch recht. Dafür haben Sie recht. Aber ich habe recht, an was ich ja schon gesagt habe, Nasebart. Ja gut, das ist weil aber schwer zu verstehen, weil Sie sprechen ein sehr komisches Deutsch. Aber kein Problem. Ja. So, welche Firma sind Sie dann jetzt? Versuche ich zu lernen sowieso, Herr Nasebart. Die Prime Capital AG, so heißt unsere Firma. Wie schreibt sich das? Können Sie mir das buchstabieren? Prime, Petra, Richard, Ida, Martha, Emil. Ja. Dann haben wir Capital. Ein Wort, durchgeschrieben. Genau, Capital AG. Capital AG. Punkt AG oder die genau, einfach AG. Könnten Sie das auch recherchieren, werden Sie sofort auf der Internetseite ja landen. Ja, primecapital.ag gibt es nicht. Die Internetseite. Nein, stimmt ja nicht so. Sondern werden Sie einfach diesem Wort erscheinen, der Name von der Firma. Und zu folgen kommt ja die Webseite, deswegen. Ja, ich möchte ja gerne Ihre Webseite wissen. Also, wie ist Ihre Domainendung? Okay, Moment mal. Wissen Sie nicht auswendig? Die naja, klar weiß ich ja auswendig. Schreiben Sie es mal. Schreiben Sie Prime, wie Sie das schon haben, alles zusammengeschrieben, ein Wort. Market. Also nicht Prime Capital. Nee, sondern Market. Ach so, okay. Prime Market. Market, genau. Mit .com. Market oder Market mit S? Mit S am Ende. Mhm. Okay, S. .com? Okay, haben Sie es? Die Frage. PrimeMarket.com, okay. Gut, dann habe ich Ihre Seite. Gut. Was schauen Sie? Ich schaue mir das jetzt erstmal an. Gut. Okay. Das ist jetzt Ihre Plattform. Genau. Ja, was für ein Farbe hat die Seite? Bitte? Ich schaue es mir erstmal an. Ich habe jetzt erstmal ein paar Fragen. Seit wann besteht denn diese Webseite und Ihre Firma?
das könnten Sie dann noch selber denn schauen, wenn Sie mal auch ganz reagieren. Weil ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Na ja, klar, ich sage es Ihnen, seit 2017. Mhm. Seit 2017 besteht diese... Nee, stimmt nicht. Firma. Nein, stimmt nicht. Wieso stimmt nicht? Diese Domain ist gegründet am 23.09.2007. Also nicht 17. Vielleicht sind Sie dann falsch. Was für eine Farbe hat die Webseite? Sie haben mir gesagt primemarkets.com. Genau. Und die habe ich gerade überprüft. Okay, aber das bedeutet nicht, dass wir sind auf der richtigen Seite. Warum nicht, wenn ich die... Okay, sagen Sie mir ein bisschen, was für eine Farbe hat denn die Seite, was schauen Sie? Wenn Sie auf dem Homepage von der Firma sind. Verstehen Sie, was ich sage? Ich sage, ich habe gerade Ihre Webseite überprüft, die Sie mir genannt haben. Okay, wie haben Sie es überprüft? Im Internet kann man Webseiten überprüfen. Ja, das kann man. Nein, sondern wir sollen ja überprüfen, ob Sie auf der richtigen Webseite sind von uns. Wenn Sie mich dauernd unterbrechen würden, man kann im Internet sehr genau überprüfen, wann eine Domain gekauft wurde und wie lange sie gültig ist und wann das war. Und das, was Sie mir gesagt haben, ist nicht von 2017, sondern von 2007. Nein. Doch. Das ist nicht so. Ja, doch. Das ist ja nicht so. Ja, okay. Es ist so. Wo schauen Sie das denn? Weiß ich ja nicht. Weil hier bei mir ist es anders. Ich sage doch, ich arbeite in der Firma und bei der Firma, bei unserer Firma ist es anders. Hören Sie auch mal zu oder wollen Sie nur labern? Okay, sagen Sie mir bitte. Ich höre Ihnen. Also, man kann im Internet auf Webseiten überprüfen, wann irgendwelche Webseiten registriert wurden. Und 2017 ist nicht Ihre Webseite registriert worden, sondern 2007. Das heißt, Sie haben mich schon angelogen. Nein, habe ich nicht. Doch, offensichtlich. Auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Wenn Sie auch auf unsere Webseite gehen, könnten Sie das selber überprüfen. Ich überprüfe die da, wo Webseiten registriert sind. Das ist die offizielle Behörde, wo man das überprüfen kann. Dann okay. Vielleicht stehen da stehen falsche Daten. Weil die Behörde macht falsche Daten. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Die Behörde macht falsche Daten. Okay, aber dann machen wir doch mal weiter. Primemarkets.com, okay. Sie sind eine Firma. Wo ist Ihr Firmensitz? Unser Firmensitz, also der Hauptzentrale, meinen Sie, oder wo ich Ihnen jetzt anrufe? Der rechtliche Sitz Ihrer Firma. Unsere Hauptzentrale, das ist ja in England. Mhm. Und warum rufen Sie mit einer belgischen Telefonnummer an? Weil ich rufe Sie von unserer Büro in Belgien. Wir haben nicht nur eine Abteilung, nicht nur ein Büro, sondern verschiedene Büros. Okay, prima. Und Ihr Hauptsitz ist in Großbritannien, sagten Sie. Genau. Und wo sind Sie da reguliert als Firma? Von FCA. Okay, dann überprüfen wir das doch mal ganz einfach. So, okay. Dann geben Sie mir bitte mal Ihre Lizenznummer von der FCA. Denn in dem Fall sollten Sie ja bei unserer Webseite gehen. Nein, ich gehe direkt auf die Webseite der FCA. Da kann ich das überprüfen. Dann geben Sie mir bitte mal die Lizenznummer. In Ordnung. In dem Fall, wenn Sie solche Sachen machen wollen, gehen Sie sofort auf unsere Webseite, finden Sie es dort, unsere Regulation, Wo steht das denn auf Ihrer Webseite? Gehen Sie mal rein und überprüfen Sie es. Ja, wo steht es denn auf Ihrer Webseite? Sind Sie auf der Webseite? Ja, wo steht es denn auf Ihrer Webseite? Wo steht es auf Ihrer Webseite? Ich sehe Ihre Webseite. Wo steht es auf Ihrer Webseite? Okay, was schauen Sie, damit ich weiß, dass Sie auf unserer Webseite ja sind? Ich sehe die Prime Markets Webseite, Login, Open Live Account, About Us, News, Accounts, Team, Tools, Platforms, Contact, Prime Markets in
primis, semper primus. So, und wo steht jetzt auf Ihrer Webseite? Hallo? Hallo? Hallo, was ist los mit Ihnen? Moment mal, ich habe einen anderen Anruf gekriegt. Warten Sie mal kurz in der Leitung. Nee, warte ich nicht. Okay, Sie können ja dann nochmal anrufen, wenn Sie den anderen Anruf beendet haben.